Hallo liebe Simpson-Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Hallo Thomas. Hi. Heute haben wir hier einen neuen Kandidaten. Ja, man sieht's, Habicht. Ja, Habicht haben wir letztens gekauft. Und zwar der Maxi hat den gekauft. Und ja, jetzt gucken wir uns das ganze Gerät mal an. Da sind ein paar komische Konstruktionen dran. Aber wie gesagt, der Motor ist ein bisschen locker. Haben wir schon festgestellt, dann gucken wir mal hier. Da haben wir hier so, da hat jemand sich ein bisschen verkünstelt. Mit einem Kabelbinder, der das Bremsseil hält. Dann ist hier so ein Bremshebel dran von dem S51 vorn. Weil der hat natürlich auch keine richtige Verstellung hier, also das ist alles ein bisschen komisch. Ja, Zugschalter, der ist auch ein bisschen, ja, komisch angebracht. Aber wie gesagt, den kann man noch mal umbauen. Das Schloss haben wir jetzt schon ausgewechselt. Ne, also da habe ich jetzt schon mal ein neues reingemacht. Mit ein bisschen Gefühl ging das. Hier am Stoßdämpfer fehlt noch ein bisschen was. Da ist die Kappe. Ist da irgendwie abhanden gekommen. Ja, was haben wir hier noch? Ah ja. Da hat sich irgendwie ein bisschen... Bisschen Öl verabschiedet. Gut, alles klar. So, dann gucken wir mal auf die andere Seite. Thomas, willst du rumkommen oder ja, aber? Ja. Ich komme rum. Genau, da war dann nämlich, hier gab es so ein paar Geräusche. Und ich habe mir dann auch schon mal die Kette mal angeguckt. Und da habe ich schon hier so ein paar von den Rollengliedern gefunden, die dann hier drin rumlagen. Und da habe ich gesagt, okay, also... Die Kette, da fehlen schon ein paar Glieder und man sieht auch, dass die hier irgendwie ja, komisch hängt. Von der Sache her werden wir uns das mal vornehmen und die macht natürlich auch Geräusche. Im Kettenkasten, naja, ist auch ein bisschen sehr locker. Und wie gesagt, also hier der Motor, da scheint eine Schraube locker zu sein. Die Schraube hatte ich schon mal ersetzt, das war nämlich auch so ein lockerer Kandidat, der dann übrig war oder beziehungsweise fehlte und damit war das Moped hinten komplett locker, die ganze Schwinge. Dann fehlten hier der Dämpfer, den habe ich auch schon ersetzt, den Gummidämpfer. Benzindeckel müssen wir auch noch mal ran. Also ich zeige es euch mal jetzt mal so. Also hier kann man den drehen. Seht ihr das? Also das ist komisch. Sollte nicht so sein und demzufolge wird man da irgendwann mal garantiert Schwierigkeiten haben, wenn man dann versucht, den Tank zu öffnen. Also, ja, ist halt noch nicht so. Kriegen wir aber auch geregelt. Dann sind noch ein paar Schönheitsreparaturen, die kann man machen, die muss man jetzt nicht unbedingt machen. Also wir wollen das Moped erstmal vorbereitet hinbringen, dass Maxi dann mal eine Runde fahren kann. Und dann halt sich mal ein Urteil bilden kann, ja, also wie gefällt es ihm. Also hier oben fehlen auch noch ein paar Gummis, also deshalb wackelt das hier oben also ein bisschen und scheppert auch ein bisschen. Ja, also wir fangen da jetzt mal an und gucken uns erstmal da in die Sachen mal rein. Und dann schauen wir mal. Oh, ein Spanngurt. Hm? Ein Spanngurt, ja. Ein Spanngurt hält die Batterie, also weil dann wahrscheinlich das entsprechende Batterieband gefehlt hat. Kriegen wir aber hin. Ja, also Motor. Müssen wir gucken. Jawohl, also dann hätte ich gesagt, legen wir los. Alter, Gebläsevater, meine Meter. Das ist ja wirklich ein Krampf, das hier loszuschrauben. Was meinst du, Tobi? Du kennst dich aus. Du hast auch schon viele Reparaturen an deinem Star vornehmen dürfen. Warum ist er locker? Gummis im Eimer? Oder ja, das kann gut sein. Oder einfach nicht fest. Gummi mehr drin. Das kann natürlich auch sein. Vergessen einzubauen? Nee, rausgearbeitet. Einfach die Schraube locker. Wir gehen mal vom Einfachsten aus. Schraube locker. Du, könntest du deinen Deckel eigentlich runternehmen, ohne das Lüfterrad abzuschrauben? Oder? Ja. Ja?
Ach, du hast das Tuning drin, ne? Ja. Da ist das. Genau das. Ja. Übrigens, hier ist das, was bei dir fehlt, ne? Der Metalldeckel. Ja, jetzt nicht mehr. Nein. Ah. Im Originalen hat es gefehlt, ja. Also jahrelang, meine ich jetzt. Ja, bei der Schwalbe fehlt es, glaube ich, immer noch. Wow. So. Alter. Falter. Jetzt einmal dafür, dass du dir mal eine Klima einbaust. Ich wäre jetzt bald mal dafür, damit ich mir Handschuhe anziehe. So Einwegdinger würden schon tun. Nee, Einwegdinger sind ganz scheiße, glaub's mir. Alter. Tja. Thomas. Inkontinent. Da kennst du dich aus. Nee, damit kennt er sich auch nicht aus. Doch, so. Sowas hatte ich auch schon. So. Und jetzt? So sieht es nämlich aus, wenn sich eine Kette auflöst. Genau so ist es. Und jetzt fangen wir an. So. Der Magnet ist zu klein. Der ist viel zu klein, ja. Also, das sind eure Rollen. Gewesen. Gewesen, ja, durchaus. Da gibt es viele. Viele von denen. Alter. Warum fallen die alle nach unten? Das könnte an der Schwerkraft liegen. Ne? So. Aber das ist bloß so eine Vermutung. Ne? Ist es ein Viergang? Na, aber sicher. Das ist ja ein Habicht. Habicht? Nee, das hat mich bloß hier gerade. Weil der normalerweise... Der Dreigang hat ihn da oben. Da oben ist, ne? Der Viergang hat den Leerlauf woanders. Jawohl. Daran erkennt man das übrigens, Jungs. Leerlaufkontrolle. Wenn die Leerlaufkontrolle hier unten angeklemmt ist, ist es ein Viergang. Ja. Weiteres Indiz musst du von unten gucken, Thomas. Viergang hat hier entsprechend Stifte drin. Beim Dreigang sind die dicht. Das sind zwei Stifte, weil da wird nämlich untere Grinsescheibe gehalten, die Schaltscheibe. Ne? Also das ist so ein Indiz dafür, wo man dann feststellen kann, Dreigang, Viergang, und zwar relativ schnell. Und jetzt gucken wir uns das hier nochmal an. Ne? Und zwar sehen wir hier, Thomas wird das sehen, mit Licht am besten. Ja, das Licht mag nicht sehr lang. Hatte ich vorhin schon mal an, ist dann sehr schnell automatisch ausgegangen. Guck mal, hier fehlt eine Rolle, also hier ist noch drauf, hier fehlt sie. Ja, langsam drehen, ganz langsam drehen. Ne? Also hier sind die Rollen noch drin. Hier fehlt sie wieder, da fehlt eine Rolle, hier an dem. Hier fehlt auch eine Rolle, hier ist sie drin, da ist sie auch noch drin. Hier fehlt sie wieder, da fehlt sie, da fehlt sie. Da, da, hier ist sie wieder drin. Ne? Also das sind einige Rollen, die einfach verlustig gegangen sind. Hier sieht man auch eine gespaltene, wunderbar. Guck mal da, das ist eine gespaltene. Siehst du das hier? Hm. Genau, die arbeiten sich mit der Zeit durch. Und ja, das ist dann nachher der Fall. Dann fällt die Kette auseinander und im Endeffekt hat man da hier alles da schön hier unten drin liegen. Und ich habe es beim Kauf des Mopeds schon gesehen und hammer dem Verkäufer dann auch ein bisschen den Preis drücken können, weil die Kette im Eimer ist. Ja, und dann wahrscheinlich ja die ganzen Ritzel auch, ne? Naja, das muss jetzt nicht sein. Er hat gemeint, dass er vorne und hinten waren neue Ritzel drauf. Oh, da hätte er auch die Kette tauschen können. Da hätte er auch die Kette tauschen können, das ist richtig. Werden wir dann gleich sehen, wie das aussieht, was davon wahr ist und was davon nicht wahr ist. Also, wie gesagt, also Kette habe ich eine neue da. Ritzel, das schaut mir sogar noch recht gut aus. Das könnte sogar sein, dass es ein neues ist. Wie gesagt, wir gucken es uns mal an. Wir suchen mal nach einem Kettenschloss und bauen es mal aus. So, Kettenschloss ist übrigens richtig rum verbaut, weil die Kette läuft so rum und die Öffnung vom Kettenschloss ist da hinten. So muss die auch verbaut werden, weil ansonsten kann es passieren, dass euch das Kettenschloss runtergeht. Ja, das haben die vor 40 Jahren schon gewusst und die Kette verbaut und seitdem hat die keine runtergenommen. Das weiß ich nicht. Wir werden es gleich sehen. Genau, die Kettenschläuche, die sind auch für die Katz oder wie das Tier heißt, mit dem riesen Hinterteil.
weil einmal gespalten. Sieht man übrigens schön, dass die extra so angefertigt sind, dass die Kettenrollen hier drauf rollen. Und wenn ich sehe, wie trocken die ist, ist mir das auch kein Wunder, dass die Kette irgendwann aufgegeben hat. Das sollte normalerweise schön im Fett schwimmen, also richtig eingefettet sein. So, da kommen noch ein paar Teile raus. Also wie gesagt, der ist auch schon durch. Ja. Tobi hatte zum Glück ein paar neue da. Weil er wollte ja irgendwann mal mit Kettenkasten, ne? Und dann hieß es dann, ach nö. Ja. Wir fahren offen. War nicht noch da. Genau. Wow. So, dann haben wir jetzt hier einmal für den SA4 Kette bestellt, und zwar 110 Glieder hieß es. Stimmt oder stimmt nicht? Ich weiß es nicht, Tobi. Was meinst du? Was hast denn du drin? Kommt schon hin an sowas. Genau. Das vordere gucken wir uns nochmal an. Wie das jetzt aussieht. Ja, also auf jeden Fall sollten wir eins machen, das ein bisschen festziehen. Also da ist auf jeden Fall ein neues Mal drauf gekommen. Man sieht's, also. Aber das ist halt nicht fest. Schade. So. So, jetzt ist es auf jeden Fall fest. Und jetzt kann man das auf jeden Fall ordentlich festmachen. So. Gut. Die müssen wir auch alle festziehen. Den hier müssen wir nachziehen. Und gegenhalten. Scheint ein Gummi drin zu sein. Ein Gummi oder ein Delfin? Der Gummi ist wahrscheinlich. Hast du? Den oberen bitte. So viel dazu? Thomas, schau mal. Die Kette schafft es ja schon noch nicht mal mehr, sich mal gerade zu hängen. Soweit ich weiß, gehört doch durch den Kickstarter nur eine Schraube und keine Mutter auf die andere Seite. Nein, da gehört nur eine Schraube durch. Ist da eine Mutter auf der anderen Seite? Ja. Warum ist da eine Mutter auf der anderen Seite? Mir schwant übelst durch. Ja, schraub die mal bitte. Das Gewinde. Husten ist? So. Zum Kettefädeln habe ich mal ganz gerne hier so ein Draht. Häng doch einfach die alte Kette in die neue ein und zieh sie durch. Schon passiert, aber durch den Schlauch geht's ja nicht. Mit dem Kettenschloss. Die alte und die neue Kette mit dem Kettenschloss zusammen machen. Aber nicht, wenn man neue Schläuche verwendet. Ah, ja, na, nee, nee, nee. Ja, ist ja gut. Also Tobi lernt schnell. Ganz, also bin ich immer begeistert. Also. Der ist da ruckzuck dabei. Und ja. Also. Ah, also die,
Was? Kickstarterwelle? Kickstarterwelle hat schon mal bessere Zeiten gesehen. Oh ja. Dazu, zu den Motoren. Die haben innen drin so einen komischen Kickstarter-Mechanismus. Der hakt auch ganz gern mal. Und dann trittst du einfach dann sozusagen gegen Zahn auf Zahn und demzufolge kannst du nicht treten. Und deshalb kommt hier dieses Verdrehen von diesen Rastern her. Also das ist leider nicht abzustellen. Man sieht es dann schön, dass die Kickstarterwelle sich so langsam verformt und so Verdrehmarken bekommt. Sieht scheiße aus, ist aber so. Ja, das ist Benzin, der da vorbeigelaufen ist. Und er hat sich dann so ein bisschen gedacht, jetzt nicht mehr. Und hat sich dann halt so das Öl vom Benzin getrennt. So. So, da hatte ich ein neues Schloss. Ich bin ein bisschen ängstlich, was die Kette angeht. Deshalb hängen wir die erstmal ein bisschen ein. Jawohl. So. Gut. Was ist drin? Wie geht's? Ah, cool. So, warte, ich drehe es kurz Stickel zurück. Wie die Stahlsmänner. Ja. auf eine erfolgreiche Fusion. Nein, mit Tobi fusioniere ich auf keinen Fall. Nicht der Tobi, aber die zwei Kettenglieder haben fusioniert. Ach so. Ja. So. Was? Tobi, jedes Mal, wenn du machst, kriege ich Bauchschmerzen. Nimm ein Kabelbinder, mach ihn fest. Nein, hätte ich noch die DDR-Kabelbinder. Nein, ich weiß. Schon wieder hat er was gefunden. So. Bremse und Stoßdämpfer hinten, gell? Tobi. Ja, was denkst du, warum ich in der Kiste drin rumkrame? Ja, dann gib mir sowas nicht. Ja, du musst doch halten. Ich kann doch nicht mit einer Kiste halten und kramern gleichzeitig. So, mal Hinterrad die Lifty. Achso, warte mal. Du machst mal den hinten ein bisschen fest. Vergiss den Bremsschalter. Ja. Den machen wir nachher fester. Ach, das ist bloß Schraube rein. Nur Schraube rein, dass wir hinten anheben können. Noch. Warte. Ja, alles wie so lange wie du willst. Hat er verloren? Nö. Wegen, weil? Weil es das gleiche Thema ist wie bei der S51. Da brauchst du eine große Beilagscheibe, um den Dämpfer zu halten. Das ist richtig. Doch, hat er recht. Vollkommen korrekt. Auf der Seite nicht, weil auf der Seite ist der Haltehebel. Geil, Tobi. Also ich bin echt begeistert. Wo? Ja, vom Meister gelernt. Und von YouTube. Ja, also. Also ich. Kerze eine neue Rin. Gut, also wir öffnen mal einen Kabelbinder.
Gott, das ganze Moped fällt auseinander. Da ist so eine Öse verbaut gewesen, die dann hier alles sichert. Habe ich mir auch so gedacht. Ich habe eins gefunden. Oder ich noch nicht richtig eingestellt habe. Ja gut, wir können ja diese komische Scheibe noch ein bisschen gerade biegen. Könntest du mal eine Bremsprobe machen? Ja. Zieh mal. Ja, jetzt ist er durchgegangen und jetzt bremsen los. Ja, das scheint zu gehen. Das scheint zu gehen. Ja. War da noch irgendwas? Du hast jetzt alles versucht nachzuziehen, alles was ging, ne? Alles, was ich gesehen habe. Ach, hier oben die Gummis haben wir noch vergessen. Die habe ich hier oben drin. Ja. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Schönen Gruß daheim. Mach ich. Genau. Also dann. Dann Abend. Schönen Abend. Schöne Grüße, genau. Bis demnächst. Bis dann. Danke, bis demnächst und. Genau, also noch schnell runterlassen und oben die Gummis austauschen. Oben machen wir die Gummis noch, genau. Das, ich pumpe mal nochmal hoch und lassen mal eine Etage tiefer. Und dann machen wir eine kleine Probefahrt. Wann kommt man schon mal dazu, einen Habicht zu fahren? Ich bin schon gefahren. Ich noch nie. Gibt's bei Ostoasen zu kaufen. Erwähne ich immer wieder gerne. Ja, also hier, Teilenummer ist 60578 AS. Das ist dann halt der Keder in Schwarz für die Lenkerabdeckung. Ja. Und schon klappert der Teil nämlich nicht mehr. So. Aber der ist erstmal drin. Gut, jetzt ziehen wir den noch an. Und du willst die Probefahrt machen, Thomas? Na freilich. Na freilich. Aber gut, ich meine, irgendwann haben wir den eh nochmal auf dem. Ja, auf den Tisch, weil ich vorhin glaube ich gesehen habe, ist Abblendlicht, Aufblendlicht geht auch nicht. Da geht nur ein Licht. Also das ist so eine Never-Ending Baustelle hier, habe ich so das Gefühl. Ja, aber das ist mal ein anderes Problem. Nein, ist gleich jetzt ein Problem. Ja, ich möchte das Moped im verkehrssicheren Zustand auf die Straße lassen. Also. Ja, hat doch ein Licht, reicht doch. Okay, wir schauen nach der Elektrik. Ist da ein Kabellose? Wo? Da, wo ein Gummistoffen sein sollte. Keine Ahnung, ich habe da noch nicht reingeguckt. Ich sehe auch gerade momentan nichts, weil ich habe ins Licht geguckt. Sieht so aus. Das ist ein gelbes, ne? Ja. Das ist Abblendlichtkabel. Mhm. Aber wieso blinken? Da müsste doch trotzdem das Licht ausgehen, oder nicht? Es sei denn, das wollte einer nicht reparieren und hat dann irgendwas zusammengepfuscht. Ja. Es könnte daran liegen, dass da hier derjenige bei dem Umschalter die entsprechenden Madenschrauben nicht hat und hat einfach das Licht hier drauf. Da drauf geklemmt. Zuleitung und das Licht sind miteinander verbunden.
Ja, wahrscheinlich der Schalter genauso wie der andere auch. Also Hupe geht, das geht alles, das ist alles erstmal fix fertig. Ja. Genau. Ganz viel geschafft, er kann das erste Mal fahren damit. Momentan ist das Moped erstmal verkehrssicher soweit, also man kann damit erstmal fahren. Gut, Jungs, viel geschafft. Wie gesagt, aus einer Kette und ein paar Kleinigkeiten ist dann halt ein ganzer Abend geworden. Mittlerweile haben wir hier auch den Schalter einen neuen eingebaut, weil das andere Zeug alles Mist war. Keine Ahnung, warum da keinen Kontakt hatte. Ja, also Moped ist jetzt erstmal soweit betriebsbereit. Ja. Ein bisschen Luft in die Reifen, haben wir gesagt. Genau, das müsste auf jeden Fall noch gemacht werden. Luft in die Reifen und dann kann man da erstmal fahren und ja, ich hoffe, dass das passt dann soweit. Und ja, wenn er dann gefahren ist, ja, kann er dann ja auch mal sagen, wie es ihm gefallen hat oder beziehungsweise was wir an dem Bock noch machen müssen, wo es jetzt noch klemmt, also ob der Zylinder zu müde ist oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Eigentlich hieß es mal, er sollte ein 60er Zylinder drauf haben, aber ist ein 50er drauf, also das ja, müsste man dann halt mal sehen. Anspringen tut er gut, fahren tut er gut. Ja, der Motor schaltet durch, Vierganggetriebe ist wunderbar, also da gibt es gar nichts zu meckern. Wie gesagt, was wir gesehen haben, die Kickstarterwelle ist schon leicht verbogen, also da wird wahrscheinlich irgendwann mal doch noch mal ein bisschen Arbeit auf uns zukommen, also Spalten, Motor regenerieren, neue Kickstarter einbauen. Aber das kriegen wir dann auch noch alles gebacken und ja, also, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch und dann hier Abo-Button, Daumen hoch, Glocke daneben und dann geht's weiter mit den nächsten Videos und dann, ja, die Schwalbe wartet. Ich habe jetzt fast alles zusammen und dann geht's los. Bis dahin. Ciao. Ciao.